Hallo, guten Abend. Leute, ich wollte eigentlich was ganz anderes machen und bin dann in meinem Edge und krieg eine Sicherheitswarnung. Gut, jetzt kriege ich auf meiner Firewall ständig Warnungen, verdächtige Verbindungen blockiert. So, und der Microsoft Edge Explorer versucht immer irgendwelche Verbindungen aufzubauen zu fremden Seiten, die ich gar nicht aufrufen will. Hier nochmal. Gut, ich habe nun etliche Stunden nicht gearbeitet am Computer. Ja, aber hier so etliche Male, ne? Vor 11 Stunden. Und immer ist es der MS Edge, also der Browser von Microsoft, hat hier also versucht, eine Verbindung aufzubauen zur Domain nailreports.net. Gut. Inzwischen habe ich auch mal geforscht im Internet. Es ist tatsächlich so, dass viele andere das gleiche Problem haben, was sie also quasi hier unter Reddit entsprechend auch auflisten. Also hier kommen die Leute auf die unterschiedlichsten Ideen, zum Beispiel den DNS in der Hostdatei auf 0.0.0.0 zu setzen. Das kann vielleicht helfen, aber ich weiß ja nicht, was Microsoft da überträgt. Irgendwas scheint der Microsoft still und heimlich wieder mal zu machen, auszuspionieren oder weiß der Kuckuck was. Das geht auf jeden Fall gar nicht mehr und deswegen schaut mal, was ich jetzt gleich mache. Komme ich dann wieder da? Also Applikation, Programme hinzufügen oder entfernen, das ist diese Kiste. So. Ja, also das geht überhaupt nicht. Dieses Ausspionieren und eröffnet irgendwas, was ich aufgrund der Datenschutzgrundverordnung nicht gestattet habe. Er baut zu irgendwelchen Seiten eine Verbindung auf, wo man mich vorher erst einmal fragen muss, möchte ich das überhaupt? Ja, ist also nach der Datenschutzgrundverordnung überhaupt nicht zulässig und ich weiß ja nicht, welche Daten er überträgt. So, von der Seite her, dieses Edge-Scheiß, das ändern. Ach, es wird sogar verhindert, dass wir es ins deinstallieren. Ja, das ist ja ganz große Klasse. Nein, ich möchte das deinstallieren. Lässt er gar nicht zu. Gab es da nicht ein Urteil, dass auch andere Browser zugelassen werden dürfen und so weiter und dass man das nicht auch einstellen kann, welchen Browser man haben möchte und welches Programm man installiert? Er verhindert also hier die Deinstallation. Das ist ja affenartig. Ja, mal sehen, ob wir das irgendwie deinstallieren können. Ja. Nee, das geht eben nicht. Ja, das ging vielleicht mal. Windows und i Apps. Na, gucken wir mal. Da müssen wir erst den Standardbrowser ändern. Windows und i. Standard-Apps, Webbrowser.
Standard-Apps. Hier so. Hier, der soll jetzt Standardbrowser werden. Google Chrome als Standard festlegen. Boom. Gut, wir können ihn auf jeden Fall hier schon mal wegnehmen, dass wir den nicht starten. Das ist ja nun, man ist das ja immer gewohnt, man hat sich ja daran gewöhnt. Scheißding hier wegmachen. Ja. So, das ist jetzt erstmal eine vorübergehende Geschichte. Muss so hoffen, dass der nicht sich auch noch irgendwo hier immer wieder ein. Ihn immer noch. Task beenden. Gut, und dann gehen wir hier auf C und dann gehen wir hier oben ein. C, Windows. System Apps in einem Wort. Und dann suchen wir Microsoft Edge hier und führen eine Umbenennung durch. Und wir können das ja auch hier jederzeit wieder rückgängig machen. Ja? Wenn wir über abgesicherten Modus starten, können wir beispielsweise dieses vorgesetzte Blockit-Unterstrich wieder rückgängig machen, sollte der Computer nicht starten. Aber davon gehen wir mal nicht aus. Also bei uns klappt das problemlos. So, jetzt sind wir soweit, dass wir den Computer einfach nochmal neu starten können. So, ich habe gerade den Computer einmal neu durchgestartet und wir sehen an der Uhrzeit, dass das auch problemlos ging. Ja, wenn ihr das im Film vergleicht. So, was ich jetzt auch nicht mehr möchte, ist, dass ich zukünftig von Microsoft Updates bekomme. Damit ist Schluss. Ich will umstellen auf Linux und will weg von diesem Scheiß Microsoft. Update-Einstellungen. Aber diese Update-Einstellung, Update aussetzen. Da. Das ist genau das, was ich will. Updates gibt es zu Microsoft nicht mehr. Nein. Updates aussetzen für 5 Wochen Minimum. Erweiterte Optionen. Alles aus. So, auf diesem Bürocomputer darf kein Update mehr erfolgen von Microsoft. Wir haben eine gute Firewall drin und Virenscanner. Wir haben so und so zwischengeschaltete Router, wo von außen keiner raufkommt, weil das Gerät ist nicht direkt angeschlossen am Internet. Und im Notfall kann man auch wieder neu aufspielen und ich möchte zu Linux rüber. Ich habe die Schnauze so gestrichen voll. Gut. Leute, das war's jetzt erstmal. Achso, ihr habt natürlich dann euren schönen Chrome-Browser. Der ist natürlich nicht so schön wie der Edge. Aber wenn euch Microsoft ausspioniert und eure Daten irgendwo hinsendet,
Ja, und ihr wisst nicht, wo, was Microsoft da im Hintergrund macht, dann ist irgendwann mal Feierabend. Und Feierabend ist für mich heute.